Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Assassin's Creed Valhalla. Wir haben uns das letzte Mal hier umgeguckt und haben einen Fluch gebannt, wie immer. Sag mal, wie weit ist der jetzt entfernt? Nö. Keine Lust. Sorry. Normalerweise gerne, aber heute nicht. Das ist mir jetzt ein paar hundert Meter zu viel in die falsche Richtung. Nö. Wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Oh. Wie wir einfach an dem Schaf vorbeilaufen konnten. Voll süß. Schafe sind generell total sweet. Ich habe auch schon mal Schafe gefüttert. Also nicht mit Zucker oder Brot oder hast du nicht gesehen, sondern einfach mal vor dem Weidegitter ein bisschen Gras abgerissen und dann durften die das schöne Gras von außerhalb des Zauns essen. Also ich dachte, das ist ein Wolf, aber es ist ja eine Katze. So eine Raubkatze. Warum hat die mich angegriffen? Warum? Du warst so süß. Darf ich das von dir mitnehmen? Nein. Keine Ahnung. Die war wohl wild geworden. Ja, auf jeden Fall haben wir die gefüttert. Ich war nicht alleine, meine Schwester war auch dabei. Und jetzt macht Tricky Quietschi. Tricky Pfui! Nicht jetzt. Du hattest vorhin Zeit zu spielen. Jetzt bin ich dran. Pfui. Eben sollte sie noch die Nachbarskinder ausbellen, weil die schon wieder laut im Flur waren und jetzt quietscht sie rum. Tricky, hier. Tricky, hinlegen. Geht doch. Und schon wieder so ein Pilzding. Irgendwie merkwürdig. Na, wirklich? Schon wieder so ein Kämpfen. Okay. Quasi wie auf Nordwege, wo wir den auch den einen Fliegepilz da gegessen haben und dann gegen die Dings kämpfen sollten. Ja, komm. Diesmal schaffen wir es nur besser als damals, hoffe ich doch. Natürlich. Diesmal haben wir es besser geschafft. Sehr schön. Rätsel sind auch abgeschlossen, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Ach, das geht nur bis hierhin, ne? Okay, dann haben wir nur noch hier oben das. Ah, okay, cool. Ja, dann, let's go. Einmal per Schnellreise hin und zurück. Nö. Nee. Dann wird das schon. Das wird, das wird. Irgendwie. So. Ah, in die Richtung. Entschuldigung, ich hatte was im Hals. Kleines Kratzen. Okay. Ah, hatten wir schon markiert. Okay. Also einmal in die Richtung. Ungefähr. Weil das nehmen wir auch noch mit. Ja gut, wir können auch erstmal zum Gold gehen. Beziehungsweise je nachdem, was es ist. Zum Gold in den Punkt. Nö. Ihr. Einmal hier hoch. Ein bisschen klettern, ne? Hat ja noch nie geschadet. So. Da oben irgendwo. Okay. Cool, komm mal hin. Das schaffen wir. Du hast ihn getötet! Stirb! Was? Wen? Wo?
Okay. Was gäbe was? Gelbe Himbeeren. Okay. Cool. Ach, der liegt hier unten, ne? Okay. Never mind. Hab ich jetzt echt ehrlich nicht gereilt. Ich dachte, der wäre da oben im Baum. Gut, dann eben doch so. Ne, Tricky? Ja. Hier vorne haben wir auch irgendwo was. Ah ja, okay. Ja, die sammeln wir ja auch fleißig, ne? Von unseren Kumpel. Der will die ja alle haben. Alter. Also dafür haben wir eigentlich schon fast wieder eine Belohnung verdient, ne? Dafür, dass wir immer uns hier durchschlagen müssen, um an die Dinger ranzukommen. Ach, hier unten. So. Huhu, wo bist du? Ach, da. Gut. Drehen wir hin. Einmal hier hoch. Ah, unter der Dings. Die Vase. Das Vase. Okay. Dann hätte sich das ja erledigt. Dann kommen wir einmal hier hin, ne? Da unten waren wir ja schon. Ja, genau. Und dann gehen wir einmal hier hoch und dann können wir zurück ne, ins Dorf. Und Bescheid geben, was hier so alles abgelaufen ist. Nö. Das sollte klappen. Ich rufe nochmal unseren Stolz. Unseren stolzen Stolz herbei. Ihr. Unser Stolz braucht immer eine Weile, bis er da ist. Ach ja, gut. Ist in Ordnung. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Wir sitzen ja jetzt drauf, ne? Gleich zwar nicht mehr, aber... So. Oh, Kühe. Wie süß. Ach, ich dachte, ich komme da rein. Komme ich natürlich nicht. Aber du bist auch noch am Leben, ne? Bisschen mager, aber... Also dieses Schlimme. Ne, hier, die... Man sieht die Rippen. Das ist eigentlich nicht so toll. Ne? Oh, so eine arme Kuh. Ich meine damit jetzt nicht, dass die dick und fett sein müssen, sondern einfach... Dass es immer nicht so gut ist, wenn man bei einem Tier die Rippen sieht. Und dann unten so ein Hungerbauch quasi dran ist, dran gemästet wurde. Es ist immer ein Zeichen für schlechte Ernährung. Okay, wie komme ich da jetzt rein? Ach, da oben. Never mind. Sie schafft es natürlich nicht. Aber so. Nein! Sag mal. Nein! Spannend. Ja. Sehe ich anders, aber gut. Nachricht eines Plünderers. Jungs, dieser Ort sollte reichen. Vernagelt die Türen und Fenster mit Brettern. Es muss so aussehen, als wäre es hier verlassen, sonst werden die Räume aus den Westruinen kommen. Wir werden das obere Fenster verwenden, um ein- und auszusteigen und gehen nur in den dunkelsten Nächten auf die Pirsch, wenn selbst der Mond nicht am Himmel zu sehen ist. Ah ja. Na dann. Das erklärt einiges. Ja. Das erklärt, warum sie die Kühe vernachlässigt haben. Ich wollte schon sagen Hühner, aber es sind ja gar keine Hühner. Oh, doch, hier sind auch Hühner. Die wurden auch vernachlässigt. Ihr haut ab, ihr seid frei. Hier. Gut, ich kann es nicht einreißen, aber ihr kommt rüber. Ich weiß es. Was ist denn da jetzt schon wieder? Nee, 300 Meter also wirklich. Ich bin auf dem Weg hierhin und nicht dahin. Sorry, aber, ne?
Wenn es in der Nähe ist, kein Thema, aber wenn ich dafür extra hinlaufen muss, dann zieht sich das ja bis in die sonst wohin. Ne, muss ja echt. Da dauert ja Stunden. Warte, Pferdchen. Ne, also, ne, wenn wir da immer hinrennen und so. Extra, extra. Das ist ja Spielstreckung. Wie gesagt, wenn es in der Nähe ist, ist kein Thema, aber wenn es so weit weg ist, nein. Dann nicht. Ich lauf doch keine 300 Meter in die andere Richtung, wenn ich schon 300 Meter in die Richtung laufen muss. Ne? Dann muss ich ja nochmal 600 Meter zusätzlich rennen, weil 300 Meter hin, 300 Meter zurück, ne? Und dann noch hier die 300 Meter, insgesamt 900 Meter. Ne. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Zu spät. Das hättest du nicht 500 Meter vorher sagen können? Gar nicht hier. Und da vorne ist ein Schlüssel. Den brauchen wir bestimmt. Also werde ich den holen lassen vom Vogel. Nicht abhauen. Bleib stehen. Bleib. Stehen. Interessiert keinen, okay. Wofür brauche ich jetzt den Schlüssel? Ha, wie komme ich hier rein? Ist die alles, stellende Frage? Hier, ne? Ah, dafür brauchte ich den Schlüssel. Ich habe gerade verstanden, ignorieren. Okay. Brief an Spallinge, an den Spallinge-Anführer. Herr, ich berichte voller Stolz von unserem Erfolg. Wir haben das Dorf übernommen. Alle, die sich uns in den Weg stellten, wurden niedergestreckt und aufgehängt. Dies ist jetzt Spallinge-Gebiet. Die Männer haben schon begonnen, den Fluss für mehr Warenverkehr bereit zu machen. Wir warten auf die Antwort von dir, Zinwin. Na dann. Das ist jetzt meins. Gallusley-Rüstung. Ich gehe mal hier rein. Okay. Hat funktioniert. Und wo ist jetzt der Dings? War der nicht hier? Ach, da oben, ne? Okay. Kaninchen, seid doch mal ein bisschen leiser. Ah, okay. So. Nein, ich bin manchmal zu, nicht geduldig genug, um da extra erstmal durchzugucken. Ich will dann, dass sie gleich da durchgeht und nicht da noch tausendmal dran vorbeiklettert. Hier ist noch was, okay. Ach Mensch, Kaninchen. Ich wollte nur mal durchlüften. Okay. Was? Irgendwas mit Auge. Ich glaube, es war nichts Gutes. Hm. Hoch. So, dann kannst du einmal durch. Ja. Ach. Doch, ich wollte gerade sagen. Interessiert keinen, okay. Hä? Ach, nach unten. Ist also hier unten drinne. Ja, ja. Unter Wasser, okay. Na dann. Schon mal ein bisschen weiter runter. Kann man hier auch entkommen? Dann würde ich das gerne gleich mal machen. Aber ich will erstmal um die Oberfläche, damit wir wieder erstmal Luft schnappen, weil ich dachte, dass das hier weitergehen würde. Und ich ein bisschen getrödelt habe. Nö.
Ist einfach nur eine große Höhle hier unten. Sehe ich nichts mehr? Verdammt. Ach, da oben. Und ich dachte, ich komme hier raus. Verdammt. Was macht die Möwe hier? Die ist doch auch wahnsinnig. Wahn. Okay. Die interessieren sich gar nicht für mich. Wenn ich erstmal schleiche und so, dann ist alles in Ordnung. Gut. Oh, wir sind sogar auf die richtige, in die richtige Richtung rausgegangen. Cool. Das gefällt mir. Und dann haben wir gleich Lincoln hier quasi durch. Bis auf diese paar Zettelchen, die hier rumfliegen, aber ja, das ist halt nicht so meins, ne? Das muss ja nicht sein. Aber ansonsten, so das, was wichtig ist, das haben wir ja. Ne, und so Tattoos, ja. Da haben wir ja genug. Die sind jetzt nicht so dramatisch wichtig für die Story. Ne, das ist jetzt nicht so wild. Okay. Moin. Was? Nö. Ja, ja. Na, komm schon. Leuk, mach mich nicht sauer. Du siehst mich nicht, oder? Nö, ich sehe dich nicht. Ah. Hier. Keine Sorge, ich sehe dich nicht. Wir hätten das gesagt. Oder will da jemand befreit werden? Das ist jetzt, das hat mich jetzt neugierig gemacht. Wer war das? Jagt dem Feigling einen Pfeil in den Rücken. Wieso in den Rücken? Seid ihr etwa feige? Oh. Ich glaube, er hat Angst, dass wir ihn mit einem Pfeil abwerfen. Ach, da bist du. Und da bist du. Und da bist du. Na komm. Ach echt? Keine Sorge, wir haben ihn erwischt. So, wo war jetzt der Typ, der gesagt hat, dass ich ihn nicht sehe? Also doch kein Gefangener hier, oder wie? Ich kann nichts mehr retten. Hier. Ich glaube, hier war gar kein Gefangener. Ich glaube, das war einer von denen. Und der war so feige, dass, ja. Dass er, schon meinte, dass ich ihn nicht sehe. Okay. Schade. Gut. Dann, wird das auch geregelt, ne? Schatz haben wir noch nicht. Okay, hier ist noch einer. Gut, dass wir da geblieben sind, ne? Hätten wir beinahe übersehen. Naja. Spätestens, wenn ich auf die Karte gegangen wäre, sowieso nicht. Aber trotzdem. Okay. Dann gehen wir mal einmal hier zurück. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Nö. Gibt ja noch ein bisschen was. Ja. Dann gucken wir mal. Den gucken wir mal. Na komm. Schneller geht. Komm. Wir haben noch was vor. Ein bisschen wollen wir noch in die Folge packen. Nö. 3 Jahre später.
5 Jahre Ladescreen. 3 Millionen Jahre später. So lange später, dass Evo keine Lust mehr hat und durch eine neue ersetzt wurde. Ach komm. Los, Ladescreen. Ich weiß, Evo muss laufen, aber ey, wir sind doch schon schnell. Guck mal, wie schnell sie laufen kann. Da! Wenn ich im Ladescreen laufe, läuft sie dann auch im echten Leben schneller? Ich glaube nicht. Oh, ich weiß noch, wo wir im Ladescreen hängen geblieben sind. Ja, das war nicht so toll. Und ich habe gedacht, ja. Das wäre irgendwie was Besonderes. Upsi. Gut, dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Oh. Ulfi, schön hier. Dich zu sehen. Das kam früh. Moinsen. Was gibt es Neues, Eivor? Ihr. Danke, dass du dich auch mal zu mir umdrehst. Lincoln ist hier, ist unser Freund. Wunderbar. Und wer ist dort unser Verbündeter? Der junge Hunwald ist der neue Aldermann Lincolnischiers. Mhm. Und er hat uns Treue versprochen. Dieser Lama ein Aldermann? Nun, sollte er uns je um Hilfe ersuchen wollen, braucht er nur zu rufen. Ja. Yeses. Aha. Erzähl mir mehr. Komm. Nein, ich will doch wieder den nächsten hier anfangen. Die ich möchte die Bündniskarte einsehen. Komm, zeig mal her. Na, so viel ist es auch nicht mehr. Wir haben jetzt noch East Sexe, Süd haben wir auch noch. Und hier oben, ne? Wie stark war das? 190. Ich glaube, das hier war, glaube ich, das, was ich als nächstes anwählen wollte, East, ne? Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das als nächstes machen wollte. Weil die hier sind ja, ne, hier 250 und 190 ist ein bisschen stärker. Also mache ich erstmal die beiden unteren, ne? Wäre zumindest, angebracht. Ne, also hier. Was ist mit Istzexe? Wir haben einen Ruf vom Aldermann Kollenkästers erhalten. Mhm. In einer Angelegenheit von größter Verschwiegenheit wurde nach dir persönlich gefragt. Okay. Sehr geheimnisvoll. Und wer ist dieser Aldermann? Ein untergebener König Alfreds? Meinen Spähern zufolge ist er ein Mann, dem es eher um seinen Genuss als die Sicherheit seines Volkes geht. Geh mit Bedacht vor. Ah ja. Hier. Ich breche sofort auf. Ein Bündnis in Estsexe wäre höchst wertvoll, aber sei vorsichtig. Mhm. Ja, ja. Wir sind immer vorsichtig. Haben wir eigentlich schon wieder, Dings? Oh, ja, haben wir. Ich meine, sonst wird ja das Symbol nicht aufleuchten, ne? Eine Nachricht. Ja, ja. Okay, warte. Hatten wir das schon? Ich weiß es gar nicht. Nachricht von Aldermann Schrobbelschier Eivor. Die Lage in Schrobbelschier hat sich beruhigt. Ich kann glauben, da, wie viel Trick und Trauer wir durchlebt haben. So, ja, okay. Das ist, glaube ich, das alles dasselbe, ne? Ach, okay. Die, die wir noch nicht gelesen haben, die werden nur angezeigt. Einladung. Eivor, der alte Gedrick wollte keine förmlichen Rituale, um ihn zum Aldermann zu machen. Aber ich habe ihn überzeugt, dass es zum Wohle des Schier ist. König Schier wohl selbst mit dem Vorsitz haben. Wenn du kommen kannst, bin ich sicher, dass Gedrick es zu schätzen wissen wird. Tarnhold. Okay. Aber wo? Was haben wir hier? Brief von Archer. Grüße, Evo Welsmorfer. Schwer lastet weiterhin die große Sünde und die Schuld auf mir, Hunwald und Zwanhild hintergangen zu haben. Die alte Mannschaft ist vorerst befriedet, doch mein Herz ist es nicht. Ich bereue meine Taten. So unauffällig sie doch waren, sie machten es möglich, dass Herefried das Blut guter Gelbbäuche auf den Fliesen unseres Herrn vergoss. Ich verspüre so viel Liebe und Achtung dir gegenüber, was du so ungerechterweise ertragen musstest. All meine Gebete richten sich auf das Licht, welches durch dich erstrahlt und jene, die du beschützt. Das Leben ist unmöglich und ich wende meinen Blick dem Herrn zu. Archer im Glauben. Okay. Interessant.
Ah, hier. Okay. Interessant. Ach ja, wir wollten ja auch nochmal eine Erweiterung machen, ne? Was wollte ich denn erweitern? Ich meine, ich hätte jetzt mich auch an den Zettel halten können, ne? So Viehhof und so, ne? Aber ich wollte, glaube ich, was, oder? Wollte ich was... Glaubst du wirklich ein Spottstreich? Ja. Wir waren schon wieder. Das ist sie mit Eivor, ihrer Dings. Es freut mich, dich zu sehen. Ja, ja. Warte mal, wo ist denn das hier Ganze? Waren hier nicht drei? Okay. Das ist das Haus der Assassinen. Das ist das auch nicht. Das ist das Kartenhaus. Nö. Ah ja, hier können wir was machen. Was war das denn hier? Hier Hof, okay. Gut. Im Spiel geht's. Ne, im Spiel ist das in Ordnung. Hier. Was? Es geht nochmal? Okay. Oh, Fernkampfschaden, okay. Interessant. Warte mal, wie viel haben wir jetzt noch? 85, okay. Haben wir hier noch was? Irgendwie zum Verbessern? Hier. Was ist das für ein Hof? Getreidehof, oh ja. Rüstung. Sehr schön. Das gefällt mir. Getreidehof. Hier. Was haben wir eigentlich noch? Okay, nichts mehr. Aber es könnte dann noch, wenn wir wieder was hätten, nochmal erhöht werden. Okay. Gut. Dann gehen wir einmal zur Karte zurück. Wollen gucken. Hier. Ah, hier. Und hier waren wir ja auch schon. So ein bisschen. Haben wir das echt schon fertig? Okay. Also können wir uns diesmal ganz komplett auf den Dings konzentrieren? Okay. Na dann. Ich habe mal eben kurz das Fenster zugemacht. Also, nö. Nicht wundern. Ja gut, dann reisen wir eben schnell hier hin. Dann wird das hier ein kurzes Vergnügen. Gehe ich mal von aus. Na dann. Ich meine, ist ja nicht schlimm, ne? Ich meine, wir haben es ja dann schon gemacht. Ist nur halt gerade überraschend, weil ja, ich da nicht mehr so dran gedacht habe. Ich habe da einfach nicht mehr dran gedacht. Naja, ist dann halt so. Nö. Na, so schnell wird es ja trotzdem nicht gehen. Wir haben ja trotzdem noch die Questen, die wir da abarbeiten. Nö. Von daher. Ne, Eivor, das machen wir schon. Und wir haben ja gerade erst auch ein Schier durchquert und sämtliche Sachen eingesammelt. Dann ist das auch, ja auch mal schön, mal ein bisschen umgekehrt, ne? Wenn wir schon alles eingesammelt haben und dann nochmal irgendwas da machen. Na komm. Ein bisschen schneller. Außerdem haben wir ja noch Schiers, wo wir, glaube ich, noch nicht alles eingesammelt haben. Deswegen passt das. Nö, da können wir dann ja auch noch hingehen. Okay. Wo ist denn der? Ach, da. Ach, das ist nur ein Betrunkener gewesen, ne? Hier. Wo soll er denn sein? Was? Ach so, betrunken. Ja. Ich glaube, ich erinnere mich so langsam.
Anscheinend hat Alderman Birstan diese Ruine zu seinem Langhaus gemacht. Ja. Ach, da vorne. Warum ist mein Becher leer? Vielleicht, weil du das Fass schon leer getrunken hast? Verdammter Birstan! Sein Haushalt wird genauso schlecht geführt wie sein Estrid Land. Estrid ist eine gute Frau. Die hat er gar nicht verdient. Natürlich sagst du das, Edred. Du hast ja auch eine Sau im Schlafrock geheiratet. Meine Sveterun ist eine ehrenhafte Frau, du Zungenklapper. Und eine sehr gute Köchin. Mit einem Näschen für Trüffel. Wenn Birstan nicht bald zurückkehrt, wird mehr als nur Wein auf seinem Boden vergossen. Bitte, meine Herren. Niemand ist erfreut über diese Warterei. Lasst uns wenigstens zivilisiert sein. Okay. Ah, eine heroisch aussehende Dänin in unserer Mitte. Ja. Ich suche Birstan, den Aldermann dieses Schiers. Unser Lord ist nicht zugegen, doch seine Frau ist oben und empfängt Besucher in gewohnter Manier. Wenn du mit ihr sprichst, merk bitte an, dass uns das Ale ausgeht. Ah ja. Interessant. Ja, wir waren hier schon. Also, ja, ich meine, damit ich erinnere mich, dass wir hier waren. Fürstans Taner respektieren dich nicht, Lady. Saures Ale liegt in der Luft, überall schlammige Stiefelabdrücke. Ces Anglais sont des cochons. Les Anglais sont des hommes. Und sie fressen uns die Haare vom Kopf. Wir haben nur noch ein Fass Ale und zwei gebratene Fasane übrig. Hoffen wir, dass Birstan wenigstens ein oder zwei Eber erlegt hat. Sonst werfen uns seine Tane auch noch mangelnde Gastfreundschaft vor. Cochon, dreckige Schweine. Franzosen. Ah ja. Tut mir leid, ich wollte euch nicht unterbrechen. Du, nur ein Schrei von mir und die Wache kommt. Nimm die Waffe runter, Herrin. Ich bin Eivor vom Rabenclan und auf Geheiß deines Mannes hier. Noch eine Dänin. Okay. Ich bin Estrid, die Frau des Lords von Estsexe. Wie du vielleicht gehört hast, ist mein Mann nicht zu Hause. Ja, das haben wir mitbekommen. Du sprichst nicht wie jemand von hier. Wo kommst du her? Diese verregneten Sümpfe und nebligen Hügel sind Gottlob nicht meine Heimat. Ich komme aus dem Frankenreich. Mein Großvater war auf fränkischem Boden. Er sprach von einer Eroberungslust, die der unseren ähnelt. Meine Eroberungen sind leider auf launische Tane und ehrlose Männer beschränkt. Jedes fränkische Feuer ist erloschen. Ich bin es leid, Sachsen zusammenzutrommeln. Ist dein Mann gefangen, betrunken oder auf Abwegen? Er jagt im Wald nach Wild und ignoriert die wichtigen Angelegenheiten von Estsexe. Deswegen ließen wir dich rufen. Wenn ich ihn finde, erinnere ich ihn an seine Pflichten. Das wäre ein Wunder. Sein Lieblingsjagdrevier liegt südwestlich von hier. Okay. Die Lavendelfelder ziehen seine Beute an, so Gott ihm helfe. Mit etwas Glück wurde er noch nicht gefressen. Doch ich kehre zurück. Ja. Oh, ich glaube, die mag uns. Ach so. Ein Reigen gebrochener Herzen. Ach so. Geduld ist eine gottgefällige Tugend, Edred. Selbst die Heiligen wären es leid, darauf zu warten, dass Birstan seinen Bogen ablegt. Estrid, wir müssen über die Belange des Landes reden. Mit ihm oder ohne ihn. Okay. Ich werde ihn jetzt erstmal holen gehen. Deswegen sind wir ja anscheinend auch hier. Sag mal. Ist er zufällig in der Nähe von... Natürlich nicht. Warum sollte er auch sich in der Nähe von der Schnellreise befinden? Das wäre ja auch zu viel verlangt, ne? Hi. Entschuldigung. Ich wollte euch nicht beim Waschen stören. Natürlich ist hier auch alles zugebaut, ne? Mit Pferd kommt man hier kaum durch. Damit man auch so lange braucht, wie man, ne? Eigentlich nicht brauchen möchte, um dahin zu kommen. Hier. Oh, ich mag Hunde. Ich laufe einfach weiter. Die ignorieren mich dann schon. Ich meine, das Gelb ist ja, das Gelb.
Das Gebiet ist immerhin ja noch gelb, ne? Nicht rot, also von daher. So sauer werden die dann noch nicht. Ich komme hier am besten raus. Oh, jetzt, ich muss wieder über die Mauer klettern. Ah, nee, da. Dann rufe ich schon mal unseren Stolz herbei. Ich glaube, den können wir ganz gut gebrauchen. Nö. Komm. Immer diese lustigen Wortspiele. Ich mag es, wenn irgendwelche Charaktere oder Tiere irgendwelche Namen haben, wo man dann so schön drum spinnen kann, ne? Wir sollten gleich da sein. Bei ihm. Die Jagd ist ein guter Zeitvertreib. Ich hoffe nur, der Aldermann wurde nicht selbst zur Beute. So ein blutiges Lager verheißt nichts Gutes. Oh. Okay. Die Überreste der Jagdgesellschaft. Der hier wurde von einem großen Tier angefallen. Mhm. Was haben wir hier? Sie wurden beim Abendessen überrascht. Ah, ja. Hier brauche ich anscheinend nicht mehr gucken. Dann gehen wir mal hier hin. Sie wurden von einer Bestie angegriffen. Stark genug, um ein Pferd zu reißen. Oh, okay. Hier sind die Spuren eines großen Raubtieres im Gras. Mhm. Die Jäger fielen ein oder zwei großen Bestien zum Opfer. Ich kann nur hoffen, dass Birstan noch lebt. Ja. Ich muss sehen, was du siehst. Da vorne. Okay. Birstan. Birstan, wo bist du? Hallo? Birstan! Zieh deine Waffe oder akzeptiere dein Schicksal als Bärenfutter. Sag der Richtige. Komm her. Da kommt das Blut in Wallung. Ah ja. Komm her. Oder so. Gut gekämpft, meine Freundin. Ohne dich hätte ich diesen Angriff nicht überlebt. Geht's? Ich meine, dein ganzer Jagdtrupp ist tot, ne? Also. Mein Dank ist dir gewiss. Dass du mich im Moment der größten Gefahr findest. Vielleicht hat Gott dich geschickt. Nein, deine Frau. Mich. Deine Frau und die Tane von Eastsexe würden deine Eier gern auf einem Amboss sehen. Wann würden sie das nicht? Du könntest zurückkehren und sagen, dass mich ein wildes Tier erwischt hat. Nein. Der arme Birstan fand sein Ende durch einen Bären. Und das Tier in deiner Stadt zum Herrn von Eastsexe ernennen? Zweifellos würde meine Estrid seine samtigen Pfoten meinen schwielen Händen vorziehen. Also, wer bist du? Eine Mietklinge? Ich bin Nordwegerin und nicht käuflich. Faszinierend. Wir Sachsen hören immer nur, dass ihr Dänen und Normannen wilde Barbaren wärt. Mit Zähnen und Klauen und völlig geistlos. Doch halt! Bist du die Normannin, die ich rufen ließ? Ja. Ich bin Eivor vom Rabenclan. Du hast ein Bündnis angedeutet, im Austausch gegen meine einzigartigen Talente. Himmel, ja. Lass uns umgehend nach Colancaster zurückkehren. Dann sprechen wir über diese äußerst delikate Angelegenheit. Okay. Ich bin froh, dass du mich erhört hast. Mhm. Ich hätte keine so geschickte Kriegerin erwartet. Du hast Glück, dass ich rechtzeitig kam. Diese Jagd hat dich viele Männer gekostet. Allesamt gute Männer. Sie erhalten ordentliche Begräbnisse und ihre Familien werden versorgt werden. Deine Leute haben viel für deinen Zeitvertreib geopfert. Oh ja. Es gibt keinen Balsam für mein gequältes Herz. Okay. Wieso hast du mich rufen lassen?
Glaubst du an die wahre Liebe, Eivor? Ich habe geliebt. Doch war es die wahre Liebe? Hat die Sehnsucht in deiner Brust gebrannt? Ein süßer, anhaltender Schmerz, dessen Stich dich lähmt? Es gibt genug Schmerz in der Schlacht. Ich suche ihn nicht auch noch in der Liebe. Ich verzehre mich danach. Nach einem sanft errungenen Sieg. Meiner Estrid fehlt das Feuer. Sie ist wie ein Fisch auf dem Trockenen, kalt und tot. Ja. Als ich sie traf, war sie voller Leidenschaft und hielt deine Tane in Schach. Oh, sie lieben sie, das ist wohl wahr. Einige sogar zu sehr. Und ich war kein guter und aufmerksamer Ehemann. Ich war immer schon ein Trampel in Liebesdingen. Und ein miserabler Herrscher obendrein. Die Hand, die das Schiff steuert, muss stark sein, Birstan. Meine Hand spannt lieber die Sehne eines anständigen Bogens, während meine Augen auf die Beute gerichtet sind. Ja, eine Krone wiegt schwer auf dem Kopf. Lass uns lieber wild und frei durch den Wald streifen, wie die Wölfe. Uns durchschlagen, jagen und pirschen und fressen. Du hast eine romantische Ader, Birstan. Sei unbesorgt. Meine Wache wird dich nicht belästigen, wenn du bei mir bist. Du schätzt mich falsch ein, wenn du glaubst, ich sorge mich. Hast du deine Stadt auf den Ruinen einer anderen erbaut? Nein, die Baumeister sind längst Geschichte. Sie waren dem sächsischen Lehmfachwerk weit überlegen. Ich habe Pläne, selbst einen großen Palast zu errichten. Mit Mosaiken und lauschigen Höfen. Was hält dich ab? Das, was bis auf die kreativsten Köpfe alle abhält. Geld, Vorstellungskraft, Talent. Und dein Volk? Ist das Volk von Eastsexe glücklich? Über diese Frage habe ich nie wirklich nachgedacht. Ich schätze, sie sind es. Ich hoffe es. Nicht wirklich. Ich regiere wie eine jungfräuliche Henne. Ich flattere und gackere wegen nichts als dem Abendessen des Bauern. Mischt er sich ein? Nein. Er missbilligt mich nur. Ist das nicht tausendmal schlimmer? Doch sie, wir nähern uns meinen Hallen. Ja. Ich muss mich den Wölfen vor meiner Tür stellen, bevor wir über deine Gefälligkeit für Eastsexe sprechen, Eivor. Vielleicht kann ich die Sache ja beschleunigen. Okay. Wirst du mir helfen, die Speere ihres Missmuts abzuwehren? Lass sie ihr Leid klagen. Ich berate dich, wenn ich kann. Okay. Birstan, wer ist die Eule, die dir ins Ohr zwitschert? Eine Beraterin, mehr nicht. Sie hilft mir, Eastsexe durch den heranziehenden Sturm zu steuern. Nun, meine lieben Brüder, Edred, vielleicht machst du den Anfang. Was bedrückt dich? Du bist eine Schande, Birstan. Du könntest im Brauhaus kein Schwein abfüllen. Elfreds Männer streunen durch ganz Eastsexe. König Elfred, ja. Auch wenn es sein gutes Recht ist, ist die ständige Anwesenheit seiner Männer zweifellos ein Problem. Seid ihr Männer oder Memmen? Mischt sich Elfred in eure Belange ein, dann schickt seine Männer in Leichentüchern heim. Wir sollen sein Herrschaftsrecht anfechten? War Eastsexe nicht einst ein eigenständiges Königreich? Wir sollten kämpfen. Ja, kämpfen. Und du, Wiegherd, was hast du zu sagen? Deine Vorbereitung für das Luchnarschad. Wie kannst du so viel Geld ausgeben, wenn dein Volk hungert? Dann sollte er in die eigene Tasche greifen, um etwas zum Fest beizusteuern. Ja. Du sorgst dich um die Kosten für dieses Fest, mit dem wir Gott für unsere hervorragende Ernte danken? Dann übernimm selbst einen Teil der Kosten. Und Edelric, folgst du Edreds Beispiel und kläffst wie eine Hündin? Du weißt, was ich denke, Birstan. Die führt. Wie können wir Elfred Männer für seine Kriege geben, wenn unsere Ernte darunter leidet? Verteidigen sie nicht auch dein Land? Ihr braucht alle Männer, die ihr aufbringen könnt für die kommenden Kriege. Aufgebrachte Dänen sind eine Gefahr. Wir müssen gegen alle kämpfen, die sich nicht mit uns verbünden, sonst verlieren wir unser Land. Nun, habe ich nicht all eure Fragen beantwortet? Du bist ein Schandfleck für diesen Schierbirstern. Ein Taugenichts. Ach, wirklich? Ein Taugenichts. Wie wahr? Und doch seid ihr immer noch hier? Hinfort. Ich habe keine Zeit für euer Gefasel. Ein bisschen hochmütig. Die Leute mögen ihn nicht wirklich.
Das hat ihr Gebrabbel beruhigt. Gut gemacht, Eivor. Die ausgleichende Kraft in Person. Eine feste Hand ist alles, was du brauchst, Birstan. Ob bei der Jagd oder am Steuerrad. Bei all dem Gerede über die Jagd sehne ich mich nach den Wäldern. Deine Gattin wartet, Birstan. Bist du nicht besorgt, dass ein anderer Mann deine Laken vollschwitzen könnte? Ha, sie tut, was sie tun muss. Wie ich. Doch... Ja. Du hast das Unmögliche erreicht, Dänin. Du hast meinen verirrten Ganter in den Stall zurückgebracht. Meine launische Geliebte, deren Wolken die Sonne über meiner Rückkehr verdunkeln. Deine Tane haben das Ale getrunken, das der Abt uns geschenkt hat. Und zwar alles. Nun, das ist eine Tragödie, die mein armes Herz nur schwer verwinden wird. Wenn er mir dieselbe Zuneigung entgegenbrächte wie der Jagd auf Wild, hätte unsere Ehe vielleicht überlebt. Esthexe scheint mit sich selbst zu hadern. Habt ihr mich rufen lassen, um die vielen Probleme zu lösen, die sich mir heute offenbart haben? Nein, nein. Ich würde dich nie in die internen Streitigkeiten meiner Tane hineinziehen, Eivor. Unser Anliegen ist delikaterer Natur. Und sehr viel persönlicher. Es erfordert die Finesse und Diskretion, die diesen Sachsen leider völlig abgeht. Was also wollt ihr von mir? Es ist eher eine Herzens- als eine Staatsangelegenheit, Eivor. Das bisschen Leidenschaft, das zwischen uns bestand, ist längst durch dauernden Streit verblasst. Wir wünschen uns Freiheit, Eivor. Ich von meiner Gattin und meine Gattin von Esthexe. Ich bin eine zu grobschlächtige Waffe für diesen Auftrag. Warum geht ihr nicht einfach eurer Wege? Oh, wäre ich nur eine Dänin, wo Scheiden so leicht ist, wie Kehlen aufzuschlitzen. Aber so einfach ist das nicht. Erlaubt euer Gott Männern und Frauen nicht, sich zu trennen? Unser Gott, unser König, so vieles steht einer glücklichen Trennung im Weg. Unsere Hochzeit wurde arrangiert. Sie ist politisch und darf nicht zerbrechen. Sagt, was ihr wollt, klar und deutlich, und ich tue es. Dieses Gerede ist ja nicht auszuhalten. Wir hatten einen einfachen Plan. Eine Frau geht verloren, die andere wird gefunden. Vor einiger Zeit bezahlten wir einen Dänen, damit er mich entführt und ins Frankenland bringt. Wie du siehst, hat er sein Versprechen nicht gehalten. In anderer Hinsicht war er sehr viel gründlicher. Manch Nordmann nimmt Geld schnell an und verdient es sich nur langsam. Wenn ich mein Wort gebe, halte ich es auch. Ja. Könnten wir die Entführung erneut versuchen? Der Plan ist fertig. Wir brauchen nur eine zuverlässigere Person, die ihn durchführt. Es muss ein großes Spektakel werden. Laut und ungestüm. Mit vielen Zeugen. Während des Luchnasan? Mit ausgelassenen Bauern und abgelenkten Wachen? Ja. Für deine Überfahrt brauchst du ein schnelles Schiff und einen Schiffsführer, der Englerland den Rücken kehren will. Wir könnten ihn fragen. Ich dachte, er reitet lieber andere Dinge als Wellen. Wir treffen uns auf dem Markt, Eivor. Wir brauchen Speisen und Ale, um die Gemüter unserer Gäste zu beruhigen. Meine Gattin ist eine gütige und aufmerksame Gastgeberin. Das Einzige, was meine keifenden Tane im Zaum hält. Und die gefundene Frau? Eine schöne Maiknospe. Alfida, meine Jugendliebe. Ich verließ sie vor 20 Jahren in Meldun, um diese stachelige Rose zu heiraten. Oh. 20 Jahre? Kann ein so alter Funke neu entflammt werden? Wir können nur hoffen. Du musst die Glut anfachen. Finde sie, bringe sie zu meinem Anwesen am See und entzünde ein Feuer. Dann werde ich kommen. Ups. Ich glaube, sie lebte im letzten Haus in Meldun. Ein kleines Heim, in dem zärtliche Erinnerungen entstanden. Ich werde tun, was ihr verlangt, und Freya um Erfolg für dieses Liebesspiel bitten. Viel Glück bei diesem Unterfangen, Eivor. Ich bete, dass du meine Alfida so hübsch und sehnsüchtig vorfindest, wie sie einst war. Also sollte ich zuerst nach Alfida suchen oder mich mit Estrid auf dem Marktplatz treffen? Estrid. Aber ich würde mal sagen, das war's erstmal für den Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder, während wir hier dieses verrückte Spiel spielen. Bis dann. Bye.